Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück in Enderal. So, ja, wir stehen hier mitten auf dem Marktplatz und wir können uns eigentlich jetzt tatsächlich überlegen, was wir als nächstes machen wollen. Denn die Hauptquest habe ich jetzt tatsächlich eigentlich so weit, wie ich sie haben wollte. Und bevor wir da jetzt groß noch weitermachen, diese Zeremonie, da müssen wir eh noch warten. Wenn wir das machen können, das können wir theoretisch noch machen, dass wir dann wirklich Hüter sind. Aber den ganzen Rest würde ich erst später machen, denn... Naja, die Welt verändert sich, wenn man die Hauptquest macht und nicht unbedingt zum Guten. So viel kann ich schon mal verraten. Deshalb möchte ich so viel wie möglich schon vorher machen und vorher ausprobieren, bevor wir dann tatsächlich groß die Hauptquest machen. Aber wir können ja auch Nebenquests erstmal machen, denn da haben wir auch noch eine ganze Menge offen. Seelen sammeln, ja gut, das ist nur so eine Quest, die man halt nebenher macht. Schauen wir mal, gehen wir mal. Ach, wir könnten eigentlich das hier machen. Gesucht den Ark. Den Würgler sollen wir suchen. 2 Sterne, das sollten wir hinbekommen. Und dann schauen wir mal, wo der sich überhaupt rumtreibt. In der Unterstadt. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal irgendwie zum Beispiel zur Unterstadt Marktplatz oder so. Und schauen mal, wo der sich genau aufhält. Ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder abstürzt, denn irgendwie Reise zum Marktplatz in der Unterstadt, das ist immer das Gefährlichste. Das ist die gefährlichste Reise überhaupt, die man hier machen kann. Da stürzt es irgendwie sehr gern ab. Na, mal sehen. Wir drücken einfach mal fest die Daumen und hoffen das Beste. Ich bin gespannt. So, jetzt bin ich auch wieder neue Aufnahmesession. Das heißt, da muss jetzt wahrscheinlich erst wieder die ganzen Sachen so ein bisschen in den RAM laden. Das heißt, die ersten Ladescreens sind immer noch ein bisschen länger, glaube ich. Naja. Oder er stürzt wieder ab. Wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Der Würgler. Ja, ich schätze mal, dass der da irgendwo in so einem... Ich habe sogar eine ziemlich starke Vermutung, dass der in dem... Ja, wie heißt denn das da? So ein Kanal ist. Nicht der Westkanal, sondern... Da gibt es noch so eine andere, die Kanalisation irgendwie. Dass er da vielleicht drin hängt. Müssen wir mal schauen. Den werden wir schon finden. Und dann das Kopfgeld einsammeln. Hoffe ich doch mal. Nicht, dass er uns platt macht. Das wäre eher unpraktisch. Aber ich bin eigentlich recht zuversichtlich. Wobei, ja gut, 2 Sterne sollte man eigentlich mittlerweile gut hinbekommen. Bei 3 Sternen, da wird es eher schwieriger. Da, glaube ich, haben wir noch einige Probleme. Aber 2 Sterne, das sollten wir eigentlich hinbekommen. So, ich sollte mir eigentlich auch mal so eine Karte öffnen. Es gibt bestimmt irgendwo eine Karte, wo man sieht, welches Gebiet auf der Karte wie viele Sterne hat. Das sollte ich mir wirklich mal suchen. Damit, wenn wir dann wirklich ein bisschen... Genau, altes Wasserwerk, das meinte ich. Wenn wir dann wirklich ein bisschen durchgehen und erkunden, dass wir dann nicht unbedingt in ein 5-Sterne-Gebiet laufen. Das ist nämlich eher unpraktisch, glaube ich. Ich werde jetzt mal kein Licht beschwören. Denn das macht nur auch auf uns aufmerksam. Wobei, ich glaube, das ist tatsächlich nicht der schlimme Effekt. Sondern, naja, dann verlieren wir Magie und die brauchen wir vermutlich noch für den Bogen. So. Damit wir auch keine Säcke übersehen. Wobei, dafür brauchen wir den Bogen nicht. Dafür bräuchten wir, wenn, eher das Licht. Naja, so. Ah, genau. Hier ist, glaube ich, noch friedlich, ne? Hier ist noch kein Gegner. Genau. Die Gegner kommen erst da hinten drin. Okay, da kommt man leider nicht runter. Unsichtbare Wand. Gut, wir schauen noch ganz kurz hier durch, ob wir irgendwas Interessantes finden. Einzelteile kann man immer mitnehmen. Ich erinnere mich noch an die letzte Folge, als wir unseren Dolch da gecraftet haben und der nicht funktionierte. Das war toll. Aber dennoch will ich auf jeden Fall mehr Handwerk machen, denn man hat tatsächlich gesehen, unser selbst gecrafteter Dolch war besser als der normale und wir hatten ja noch nicht mal Handwerk in irgendeiner Weise groß geskillt. Also, das scheint sich sogar wirklich zu lohnen, Handwerk hier zu machen. Naja, so, altes Wasserwerk. Dann wollen wir unser Glück mal auf die Probe stellen. Ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass es nur der Würgler ist. Da sind bestimmt noch ein paar andere Kollegen dabei. Ein Würgler kommt ja bekanntlich selten alleine. Deshalb, ja, gut. Aber wir kommen natürlich auch nicht alleine. Wir haben unsere Attrappe. Und sobald wir noch einen Stufenaufstieg haben, haben wir sogar noch so einen anderen Kollegen, der mit uns mitkämpfen kann. So, automatisches Speichern haben wir gerade. Leider, ich könnte mir jetzt so schön einen Headshot verpassen, aber das zählt in Skyrim ja leider überhaupt nichts. So, okay. Es ist ja hier 2 Sterne angeblich. Aber die sind wirklich... Gut, er hier ist ein bisschen stärker. Ich lass mich hier aber gerade auch relativ übel mitspielen. So. Okay.
Na gut. Das hat doch halbwegs gut geklappt. Wir essen einfach noch irgendwas und dann passt das auch wieder. Hm, wir gehen ja wieder nach Gewicht. Gebratenes Wildfleisch. Oh ja, das klingt lecker. So. Straßendieb, Pfeile, blutiger Schädel. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ihr wisst warum. Damit wir da in diesem komischen Phasmalistentisch wieder Zutaten haben. Das hat sich eigentlich sehr gelohnt, dadurch, dass wir den... Huch, Hilfe. Dadurch, dass wir den blutigen Schädel da bekommen haben. Ach, ich dachte gerade, hörte das auch? Da klingt, als würde da noch jemand laufen. Das ist der Schuh, der so ein bisschen backt. Na gut. So, hier ist irgendwie ein geheimer Raum. Ein geheimer Vorratsschrank, aber nur mit irgendwie gammeliger Kleidung drin. Die brauchen wir nicht. Aber hier haben wir zumindest ein bisschen was. Und hier noch was im Sack. 2 Salz, nehmen wir natürlich mit. 6 Einzelteile, auch immer her damit. Ja gut, Nägel brauchen wir jetzt nicht. Becher genauso wenig. Aber hier haben wir auch nochmal ein Stahlschild. Ein Bauplan. Hier nochmal Weizen im Sack. So. Wir könnten jetzt hier den Schleifstein verwenden. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Ach, da geht es runter. Das ist ja spannend. Waren wir da überhaupt schon? Das war mir gerade gar nicht so bewusst, dass es da noch runter geht. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Ich kann mich dunkel dran erinnern. Nochmal, also hier gibt es echt viele, viele Baupläne. Cool. Und da beschwert man sich doch nicht. Baupläne sind immer gut. Hier waren doch normalerweise auch wieder Gegner. Nicht? Okay, vielleicht haben wir die schon getriggert gehabt. Wer weiß das schon? Pfeilsammlung leer. Ja, das ist schade. Volle Pfeilsammlung hätte mir irgendwie besser gefallen, aber na gut. Man kann ja nicht alles haben, ne? Zerstörtes Buch. Das brauchen wir wirklich auch nicht. Und das ist, glaube ich, der Ausgang ins Adelsviertel da vorne, oder? Kann das sein? Man, da könnten wir eigentlich hoch. Und dann... Ja, genau, Adelsviertel. Ich gehe noch ganz kurz den anderen Weg, weil da gibt es wahrscheinlich auch wieder Loot. Denn der Loot scheint mit den Gegnern respawned zu sein. Das heißt, wir können uns hier jetzt nochmal eindecken. Wir waren ja natürlich irgendwann schon mal. Ein Herz nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Und eigentlich sowas wie den schweren Lederharnisch. Wir wollen ja eigentlich alle Rüstungssets sammeln, aber ich weiß nicht. Man kann es, glaube ich, auch ein bisschen übertreiben, oder? Wollen wir wirklich alle Rüstungssets sammeln? Gut, ich meine, wir können auf dem Marktplatz direkt an so eine sichere Truhe und das Zeug da abladen. Aber warum nicht? Komm, schwere Lederhandschuhe und den Harnisch nehmen wir einfach mal mit. So alte Vagabundenstiefel brauchen wir aber wirklich nicht. Und hier haben wir auch Festleder. Ist das nicht das, was wir haben wollten? Nein, ich glaube, das war nochmal was anderes. Aber das nehmen wir auch mit und dann werden wir sehen, was wir noch brauchen können und was nicht. Ja. Damit wir wirklich alles auch sammeln können. So, lesen Ordnung. Das nehmen wir mal mit. Ordnung klingt immer gut. So. Das ist das, was ich in meinem Zimmer nicht habe. Von dem her, vielleicht kann mir dann das Buch halt zumindest mal so eine Ahnung davon geben, was Ordnung denn eigentlich wäre, wenn man es denn hätte. So, was haben wir hier? Oh, alles leer. Eine Gerbstelle, aber ich glaube, da brauchen wir jetzt erstmal nichts. Genauso leere Weinflaschen. Der verlorene Brigant, das kennen wir schon, das brauchen wir nicht. Eine Kochstelle. Sehr schön. Schauen wir mal, ob wir hier was machen. Oh ja, eine Kartoffelkohlsuppe und das war's auch schon wieder. Ja, den Bitterbrandwein lasse ich hier. Der Lauch ist schon leer. Leider, leider. Den hätte ich nämlich sonst mitgenommen. Ja, aber hier die ganzen Weine, weiß ich nicht. Die nehme ich jetzt mittlerweile gar nicht mehr mit. Ja, okay, okay. Hier sind wir dann ganz oben. Schlechter von Arkbuch 2. Kennen wir schon, aber die sind also relativ viel wert. Deswegen nehme ich das mal noch mit. Ja, okay, die Truhen sind dann doch leer. Ich glaube, die waren mal voll eigentlich. Ich glaube, das kennen wir auch schon. Egal. Stab der Erdung lasse ich, glaube ich, da. Weil die Stäbe sind doch immer recht schwer tatsächlich. Weil man es gar nicht meinen mag. So feine Stahlschuhe. Komm, jetzt, wenn wir schon alles mitnehmen an Rüstungsteilen, dann nehmen wir die auch noch kurz mit. So.
Ja, okay. Jetzt haben wir, glaube ich, wirklich alles angeschaut hier drin. Dann begeben wir uns mal wieder nach draußen. Ins Adelsviertel. Aber damit hätten wir eigentlich auch viel schneller hier reinkommen können, oder? Wir hätten einfach über das Adelsviertel in den Gully steigen können und schon wären wir da gewesen. Wir hätten nicht den riesen Weg durch die Unterstadt nehmen müssen. Naja, gut. Die Questmarker sind, glaube ich, manchmal doch nicht unbedingt die kürzesten Routen. Oder vielleicht dachten die, es wäre jetzt so auffällig, wenn man hier in so einen Gully reinsteigt, im Adelsviertel. Wobei ich auch nicht weiß, ob es so viel unauffälliger ist, wenn man aus dem Gully rauskommt im Adelsviertel. Keine Ahnung. Normalerweise macht man das wahrscheinlich eher nachts, damit es dann niemand mitbekommt. Und damit man dann am besten noch die Häuser ausrauben kann und dann das Diebesgut schön durch die Kanalisation schmuggeln kann. Ich wette, dass die das da unten genauso gemacht haben. Ja, guck, hier kommen wir nämlich raus und die scheinen sich jetzt nicht sonderlich zu wundern. Ja, nee, gerade nicht, sorry. Denn wir, gut, wir wollen eigentlich auf dem Marktplatz, ne? Wir müssen die Rüstung ablegen in unsere sichere Truhe. Ebenfalls müssen wir den Kopfgeldauftrag abgeben und einen neuen annehmen. Und handeln müssen wir eigentlich nicht. Ich glaube, das können wir weglassen. Ja. So, wir gehen hier hin. Erstmal die sichere Truhe. Und da packen wir da einfach mal das Zeug rein, was wir hier so haben an Ausrüstung. Ja, schauen wir mal ganz kurz, das haben wir alles an. So, Feinleder, Feinleder, Feinstahl, Festleder, Festleder, Festleder. Und das schwere Lederhandschuhe, schwerer Lederharnisch. Und die schlichte Tunika sollten wir eigentlich richtig ablegen, also richtig wegwerfen. Die brauchen wir nicht. Die haben wir noch von unserer komischen Prüfung da, von dieser Magieprüfung. Da haben wir die irgendwie mitbekommen. Keine Ahnung. Bisschen unnötig. So, R. Gut. Schauen wir mal, ob wir was doppelt haben hier in der Truhe. Sieht aber nicht so danach aus, ne? Und ich weiß bis heute nicht, was diese... Ach, heißt es vielleicht, dass es verbessert ist? Wenn da dieses Zeichen dran ist? Bin mir da nämlich immer noch nicht so ganz sicher. Naja. Also, jetzt liegt hier so eine Tunika rum. Wir waren's nicht. So, tschüss. Ja, so könnte man uns vielleicht nennen. Abenteurer. So, okay. Anschlagbrett. 200 Groschen, 400 EP. Das heißt, Moment. Okay, nee, wir brauchen noch deutlich mehr. Schade. Kopfgeldauftrag suchen. Also, was haben wir hier? Ora Millentanz ist eine Viehdiebin, die sie vermutlich am alten Leuchtturm an der Bauernküste versteckt. Sie wurde des Nachts bei mehreren Viehdieben und Opferungen beobachtet. Achtung! Es sollte mit wildmagischen Fähigkeiten gerechnet werden. Für Ableben sind 250 Groschen ausgeschrieben. Okay, machen wir mal. 2 Sterne, das kriegen wir hin. Bauernküste, da wissen wir auch ungefähr, wo das ist. Das ist nämlich hier oben. Bevor wir... Moment mal. Wir haben noch eine andere Quest, die mir hier gerade bei Bauernküste einfällt. Das ist nämlich hier... Moment mal. Banane, nein. Das alles nicht. Trostlose, schlechte Mark, Wüten und Apotheose. Brotenjunge. Moment, das ist alles nicht das, was ich suche. Ich suche nämlich die Eiersuche. Wir könnten aber schauen, wo das hier hingeht. Nebelheim, das machen wir jetzt erstmal noch nicht. Das dauert noch einen Moment. Und das ist auch noch zu schwer mit 3 Sternen. Das würde ich erst noch ein bisschen... Ah, hier. Da gibt es nämlich, glaube ich, was. Das ist die... Der größte... Genau, hier. Das ist nämlich alles hier in der Ecke. Die Wildmagierin, die Eier und das pyräische Artefakt ist eigentlich eher hier am Myradenturm Herzland. Oder hinteres Herzland. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach jetzt direkt zur Bauernküste. Und von dort aus gehen wir dann los. Ja, okay. Das heißt, wir reisen mit dem Myraden Richtung Bauernküste. Und können dann da direkt mal alle Quests nach und nach durchgehen, die wir da so haben. Die Bauernküste.
Das ist auf jeden Fall zwei Sterne Gebiet, das haben wir ganz gut gesehen. Das sollten wir also hinbekommen. Aber ich sollte wirklich, ich glaube, für den nächsten Part werde ich mal schauen, dass ich so eine Karte öffne, auf der ich dann sehe, welches Gebiet eben wie viele Sterne hat. Ich glaube, das wäre sehr praktisch, wenn wir dann richtig auf Erkundungsreise gehen. Man merkt es auch meistens, wie gefährlich die Gebiete sind. Aber man kann einfach besser planen, wenn man weiß, wie schwierig das ganze Zeug ist. Es wäre auch cool, wenn es etwas gäbe, wo man sieht, für welche Dungeons und so es Quests gibt und für welche nicht. Das wäre wirklich praktisch, aber ich glaube, das gibt es leider nicht. Wer weiß, vielleicht finde ich sowas ja auch. Bauernküste. So, es wäre auf jeden Fall sehr cool. Und die Animation hier finde ich übrigens auch immer noch sehr cool. Das macht das Myradenfliegen gleich nochmal viel, viel cooler irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Früher war halt wirklich direkt, man hat gesagt, wo man fliegen will, und dann wurde es schwarz und dann war man da. Und das dauert jetzt zwar länger, bis man wirklich hinkommt, weil, naja, ich glaube, er lädt wirklich erst, nachdem die Animation vorbei ist und nicht schon irgendwie während der Animation. Aber dennoch ist es einfach cooler, zu sehen, wie man auch wirklich mit dem Myraden fliegen kann. Ich meine, das sind ja auch nicht gerade kleine Viecher, ne? Also, das ist schon ganz interessant, dass die überhaupt fliegen können. Aber die haben große Flügel, das muss man auch dazu sagen. Also, von den Proportionen her dürfte es schon eher gehen. Noch eher wie bei einer Hummel zum Beispiel. Warum die fliegen kann, das ist ja doch irgendwie ein Rätsel. Die Hummel. Fett, aber kann fliegen. Die Hummel. Okay. Wir sind jetzt also an der Bauernküste. So, und wie immer. Oh, gut. Mal was zu los. Ja, mal fast ein Gruß, ja, ebenso. Was haben wir hier oben? Wahrscheinlich nichts Spannendes, ne? Oh, ein Apfel, den wir sogar nehmen dürfen. Aber im Bett dürfen wir nicht schlafen. Na gut. Will ich jetzt eigentlich auch gerade nicht. Ja gut, hier, ich schätze mal nicht, dass er uns groß was. Hier, das ist immer weiß, aber ich habe es ja schon mehrmals gemacht und es gab auf jeden Fall kein Wissen mehr. Also, glaube ich, lohnt sich das nicht, das immer nachzufragen. So, stattdessen gehen wir mal hier diese Straße entlang, denn in die Richtung führen uns unsere Quests. Und dann bin ich mal sehr gespannt. Verehrter Na, Reisender, ebenso. ihr wisst dies vermutlich nicht, aber unglücklicherweise befindet sich die Straße, auf der wir gerade stehen, im Besitz des ehrenwerten Messer Croco. Und leider, leider, leider hat dieser höchstpersönlich angeordnet, dass ein jeder Wanderer einen kleinen Zoll bezahlen muss, damit wir die Straßen in gutem Zustand halten können. Seid also so gut und zahlt. Das erspart uns beiden den Ärger. 250 Groschen. Einen kleinen Zoll, okay. Kleiner Zoll wäre für mich 10 Groschen vielleicht, aber doch nicht 250. Glaubt ihr, die Masche zieht bei mir? Vergesst es. Oh ja, das tut sie. Glaubt mir, ich und meine Freunde können sehr überzeugend sein. Auf ihn! Da, auf ihn! So, wir testen es mal ganz kurz, denn die Wache müsste uns ja eigentlich hier verteidigen. Jawohl. Huch. Das weiß ich eigentlich jetzt nicht so gut, weil wir haben gerade Kopfgeld dazu bekommen. Okay, das will ich wirklich nicht. Schade, ich bin da auch so direkt zugelaufen, weil mit einem entsprechend hohen Rhetorik-Skill kann man den tatsächlich überzeugen, das weiß ich. Ich dachte, dass unsere 55 Rhetorik hier ausreichen, aber scheinbar nicht. Scheinbar brauchen wir noch mehr. Und man sieht auch hier sehr schön, die spawnen tatsächlich einfach. Die waren halt davor noch nicht da. Aber ich glaube, man kann ihn auch einfach umgehen. Also wenn man nicht direkt dahin läuft, glaube ich, geht das. Messer Croco. Also mit dem werden wir immer mal reden, wenn wir noch mehr Rhetorik haben. Dann müssen wir den eigentlich auch ohne Kampf überzeugen können. Naja. So, jetzt sind wir erstmal hier. Und beide Questmarker gehen ja so in diese Richtung. Das heißt, ich würde sagen, wir folgen da einfach mal. Und da vorne sehe ich schon irgendeinen Gegner. Sieht aus wie ein Troll oder sowas. Kann es aber nicht hundertprozentig erkennen. Ein Höhlentroll, jawohl. Habe ich also doch ganz gut erkannt eigentlich.
So, und den haben wir auch ganz gut erledigt. Sehr schön, 150 Erfahrungspunkte für diesen einen Troll. Das lohnt sich schon hier in der Gegend, von Erfahrungspunkten her. Ich glaube nicht, dass je mehr Sterne, je mehr Erfahrungspunkte gibt es auch. Oder generell halt, je stärker der Gegner, desto mehr Erfahrung gibt es, wenn man den umbringt. Glaube ich zumindest. Würde zumindest irgendwie Sinn ergeben, oder nicht? So, was haben wir hier? Rhetorik Geselle. Das bringt uns schon gar nichts mehr. Denn ich glaube, wir brauchen Experte. So, und hier haben wir schon ein erstes Nest, das wir direkt einsammeln können. Und da vorne sehe ich nicht nur eine Eispranke, sondern noch mehr Nester und noch mehr Wölfe. Die leider als nicht so einfach sind zum Erwischen. So, werfen wir mal eine Attrappe. Jawohl, das hat ihn abgelenkt. Also ein Wolf hätten wir schon mal. Und der zweite Wolf wurde direkt von der Attrappe erwischt. Okay, leider auch leer. Na gut. Ich habe jetzt auch nicht darauf geachtet, wie viel Erfahrung das gegeben hat, aber bestimmt ein bisschen. So. Und dann sammeln wir mal die Eispranke hier auf. Und hier, diese Treppe hier, kann man tatsächlich runtergehen und dann ist man da unten. Also wirklich da an der Küste eigentlich. Will ich aber, glaube ich, erstmal nicht, weil beide unsere Quests sind, oder? Ich weiß gar nicht. Nee, eine ist hier. Es kann auch sein, dass eine der Quests unten ist. Dann gehen wir doch nachher runter. Aber erstmal wollen wir hier natürlich noch die Eier sammeln. Und dafür müssen wir einfach nur hier zu diesen Nestern hin und denen die Eier klauen. Direkt unter den Füßen haben wir dem die Eier weggeklaut. Natürlich etwas bitter, aber wir müssen dem Kurmai natürlich die Eier bringen. Das ist ganz klar. So, der Kurmai ist eh so ein lustiger Zeitgenosse. Und falls ihr euch fragt, warum ich mich an seinen Namen erinnern kann, es liegt daran, dass er durchaus noch etwas wichtiger wird später. Also, sagen wir mal so, er hat sogar später noch ein bisschen was in der Hauptquest zu suchen. Vielleicht sogar nicht nur ein bisschen. Fast schon mehr als ein bisschen, könnte man sagen. Aber mehr will ich natürlich noch nicht verraten. Mehr will ich noch nicht verraten. So, da oben scheint auch noch ein Nest zu sein. Sollen wir mal schauen, wie wir da rankommen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man da... Da ist doch keine Leiter, wo man da irgendwie hinkommt. Na gut, ich glaube, es gibt noch mehr Nester. Ich glaube, es gibt immer ein bisschen mehr als es... Ja, da ist zum Beispiel noch eins. Perfekt. So, wie viel haben wir denn jetzt? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, das wäre es, aber vielleicht fehlt auch noch eins. 4 Laubmöweneier. Und wie viele haben wir jetzt? Gehen wir mal auf alles und dann Laub. 4, okay, wir haben genug. Perfekt. Jetzt sind wir direkt bei dieser Höhle. Ich würde sagen, wir gehen da noch rein. Naja, die können wir eigentlich nicht hier jetzt liegen lassen, die Höhle. Da müssen wir jetzt auch reingehen. Allerdings würde ich sagen, oh, ein Fuchs. Ist der tollwütig? Ja, er ist tollwütig. So. Wir müssen aufpassen, dass wir uns hier mit nichts anstecken lassen. Aber ich glaube, ich habe nichts von der Krankheit gesehen. Okay. Also, dann aber in der nächsten Folge gehen wir wirklich in die Höhle rein und schauen mal, was da dann auf uns wartet. Bis dahin, schönen Tag noch und...